Hallo meine Freunde, herzlich willkommen, neue Runde mit Minecraft. Hallo Xyra. Hallo Badge. Hallo. Ich frage mich gerade, warum ich das mit Akazienholz gemacht habe, weil eigentlich sieht das total kacke aus. Na gut, ihr hört auf jeden Fall, sie ist wieder da. Was soll das denn heute sein? Ja, dass es nicht ganz so schlimm war. Ach so. Nein, das ist richtig, aber es ist schon ein bisschen anstrengend im Moment, also... Hä? Reingelegt. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja gestern... Ja, gestern hatten wir 7 Days to Die aufgenommen und da bist du ja auch einmal rausgeflogen wieder, ne? Yep. Ja, im Moment ist das schon wieder so ein bisschen... Ist der Wurm drin. Ist der Wurm drin, genau. So, jetzt überlege ich hier gerade, bevor ich da das Dach mache. Toll, jetzt ist meine Pike kaputt. So, die Mitte. Habe ich jetzt gesagt, muss ich um 2 verlegen in der letzten Folge, ne? Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie... Das sieht irgendwie nicht mittig aus. Aber eigentlich müsste das stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, ist richtig. Viel. Ach, ihr seid alle zu viel hier. So, und dann habe ich mir nämlich überlegt, dass ich erstmal was esse. Weil ich nämlich mittlerweile echt Knast hab. Oh ja. Nach dieser Aufnahme vielleicht. Ja, das auch, ja. Machst du Essen oder soll ich Essen machen? Wie bitte? Machst du Essen oder soll ich Essen machen? Ach, wenn du schon so fragst. Also du. Gut. Ey! Bin ich mit einverstanden. Du hast mich verarscht. Gar nicht. Natürlich. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mach das jetzt erstmal weg. Wir haben ja hier genug Sand, wir können immer noch Glas brennen. Das lasse ich hier mal kurz. Quetz. So, Kühe sind auch dezimiert. Bisschen Stein. Und dann mal gucken. Was wäre denn? Wenn man hier jetzt erstmal den Kies wegnimmt, damit ein das nicht irgendwie ablenkt. Verdammt, ich wollte die Blume weghaben. Wie meinst du das, wenn man erstmal den Kies wegnimmt? Ja, vor meinem Haus, weil sonst lenkt mich das ab. Wegen Symmetrie und so. Ach so, okay. So, und so. So, und... Nö. Dann habe ich keine Pike mehr und das ist ziemlich bedauerlich. Wir überlegen, ob ich schon damit anfange, den Stein zu brennen nachher für den Weg. Wieso Stein brennen für den Weg? Ich habe da eine wunderschöne Möglichkeit jetzt hier mit dem Mod. Warte. Ich lege hier mal ein bisschen Weg und dann... Ja, ich weiß aber nicht, ob mir das nachher so gefallen wird. Guck mal hier, aber wenn man hier in so einen Weg legt, das ist doch schick. Und ich finde, diese gebrannten Steine, die sehen immer einfach denn zu klobig aus. Gibt es auch noch andere? Nein. Wenn die wenigstens irgendwie, ich sag mal, eine leichte Ziegelform hätten, wo dann das Gras durchkommt, würde ich sagen, ey, geil, super. Aber das sieht ja aus, als wenn jemand da einfach nur... Platten hingelegt hat, irgendwie. Es sind ja auch Gehwegplatten. Ja, aber für mich, das sieht mehr aus, als wenn das Memory-Karten wären. Verstehst? Nein, verstehe ich nicht. Also wenn du sagst, das gefällt dir besser, dann... Ja, definitiv. Okay, dann... Weil wie gesagt, wenn du einfach nur diesen gebrannten Stein hinklatscht, das sieht immer so... klatschig aus. Klatschig? Ach ja, eine Pike. Dann machen wir aber in Viererreihe hier die Straße hoch, oder... So breit willst du das machen? Ja, ich wollte das schon gerne ein bisschen breiter haben. Ja gut, du Kompromiss, ich Kompromiss. Wir nehmen die, dafür machen wir eine Viererreihe. Bestens. Ach, da muss ich ja hier noch Erde auffüllen. Ich brauche... Ach so, kannst du noch Glück verzaubern? Wie bitte? Kannst du noch Glück verzaubern? Ja, natürlich. Also das kannst du auch. Du musst halt nur so ein bisschen ausprobieren, wann Glück kommt. Hast du das noch nicht ausprobiert mit dem Verzaubern? Dann erkläre ich dir das kurz. Schaufel rein. Genau, Lapislazuli brauchst du. Okay, wo kriege ich das her? Wo hast du das?
Ah, wo hab ich das? Such dir was. Ich hab selber nicht so viel. Ja, ich bin noch eher eh hier unser Maulwurf. Ja, Moment. Dann will ich mal erstmal. Ich hab's bei mir hier. Ich lasse es gleich Sechs drin. Diamanten? Du hast Wie? sechs Diamanten. Was? Du hast sechs Diamanten. Ey, wie geil ist das denn? Ach nee, es sind nur Smaragde. Noch. Ich habe mich gerade schon voll gefreut. So, und dann kommt. Kannst du eigentlich zugucken? Kannst du den jetzt anklicken, den Tisch, und gucken, was ich tue? Dass das da drin liegt? Noch tust du nix. Ach so, nee, dann kannst du es nicht sehen. Effizienz, Haltbarkeit. Effizienz 2, Haltbarkeit 2 ist natürlich auch schön. Nehme ich, ist gekauft. So, dann nimm dir Bist mal das du Lapis Lazuli. Und dann legst du es da rechts rein. Auf Und die die rechte. Schaufel oder was? Nee, auf die rechte Seite. Und die Schaufel kommt dann auf die linke Seite. Ja. Und dann hältst du deine Maus über die Verzauberung. Naja, ich sehe schon, ich sehe schon. Genau, und wenn Und da nicht das ändert. Richtige dabei ist, dann nimmst du die Schaufel nochmal raus und legst sie nochmal neu rein. Haltbarkeit, Effizienz. Haltbarkeiten, die dunkel sind, die kann ich nicht benutzen, ne? Richtig, dafür hast du nicht genug Ah, Glück, Level. Glück. Glück, 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 Glück. Es ist dunkel. Ich weiß gar nicht, warum ich hier oben noch rumturne. Bei Level 2 wechselt er ständig? Wie bei Level 2. Ja, dann hast du zwei Verzauberungen da drauf. Ah, okay. Das ist Mhm, natürlich das, geil. es gibt auch Glück drei 1 und Verzauberungen Haltbarkeit. auf einmal. Dann mache ich das doch. Haltbarkeit 3 und Glück 1. Und Effizienz. Na, siehst du, besser geht er gar So. nicht. Und Das blaue Zeug nehme ich mal mit. dann kommt das hier weg und das hier weg. Hat sie Ich gar nicht baue hier gehört. komplett um. Nein, Lapis Lazuli lässt du bitte da. Ah, dann habe ich hier ja auch offen. Da muss ich hier das auch so machen, denn nützt das leider Und nichts. Vorsicht, es ist dunkel, wir haben auf schwer gestellt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ach so, halt, falsche Holz. Was Ich denn? habe Besuch. Möchtest du bei mir schlafen? Keule? Gehst du hin? Der geht einfach in meinen Keller. Hallo. Hallo. Johnny. So, jetzt ist da zwar auch nicht so schick. Ich muss mir das nochmal von unten Oh. angucken. Jetzt gefällt mir der Keller nicht mehr so schön, aber gut, das ist die Bücherecke. Oh, ich muss mal gucken, wie ich das regel. Jetzt lasse ich das auf jeden Fall erstmal so. Ein bisschen sparender. So, ich glaube, ich kann nicht pennen. Ich wusste es. Ich bin auch noch bei der Ich Arbeit. habe hier irgendwo eine Spinne. Bin hier super fleiß. Sehe sie nur nicht. Ich habe die Das war Befürchtung, die doch ist bei mir im Keller. jetzt. Oh, hier ist ein Zombie. Zombie. Oha, den schmeiße ich aber. Den Zombie? Ja, ich habe Rückstoß. Ich habe Verbrennen und Rückstoß bei mir auf dem Schwert. Okay. Ich möchte zu dir rein und bei dir schlafen. Weiß nicht so genau, ob du das wirklich möchtest. Also bei mir hier ist High Life gerade. Au, und jetzt wurde ich angezündet. Wasser. Wasser. Oh, ich Warum brenne nicht tust mehr. du das? Nein, und ein Creeper, nicht explodieren. Oh, was für ein Scheiß hier. Warum bin ich überhaupt hier draußen? Warum habe ich mein Haus offen gelassen? Warum habe ich noch keine neue Tür reingesetzt? Lass mich rein. Pass auf, hinter dir. Ja, ich weiß. Mach mir die Tür auf. Mach die Tür zu. So, okay. Ja, jetzt bin ich hier bei dir eingesperrt und mein Haus ist offen. Kann ich nicht pennen. Da ist jemand. Oh, da ist ein Zombie in Eisenrüstung. Den kill ich morgen. Oh, zwei Creeper. Ich glaube, wir sollten am nächsten Tag mal vielleicht mal ein paar Fackeln verteilen. Was hältst du von der Idee? Das wäre eine Idee. Gar nicht verkehrt, glaube ich. Oh, mein Inventar ist so dicht. Was ein pinkfarbenes Schwert. Es ist verzaubert. Es ist pink. Es ist verzaubert. Bleibt trotzdem pink. Verzaubert. Verzaubert. Ach. Oh, ich kann mich hinlegen. Ich nicht. Und crafte dir ein Bett. Huch. So, jetzt heile ich wieder.
Gar nicht. Dann stehe ich halt wieder auf. Oh, Gott, zündet mich doch nicht immer. Der schießt mit Brandpfeil. Nein, ich habe mich an dem Zombie hier angezündet. Achso, das sah gerade aus, als wenn er... Ah, aber der hat einen verzauberten Bogen. Oh, shit. Au, und Spinne. Du solltest vielleicht wieder reinkommen. Also reingehen. Nein! Ein Creeper ist an meinem Eingang explodiert. Und ich hänge im Loch fest. Vorsicht, Vorsicht, warte. Oh, Alter. Vorsicht, Zombie brennt. Ja, ich hab's gemerkt. Irgendwie ist die Verzauberung doch nicht so toll. Ach doch, die ist schon recht cool. Aber ich glaube, ich kann mich jetzt hinlegen und Haier machen. Ich lieg. Wenn ich mich jetzt nicht hinlegen kann, Fräulein, dann gibt's einen Arsch voll. Das verspreche ich dir. Mein Eingang ist ruiniert. Ich brauch doch sowieso schon so lange zum Bauen. Und jetzt ist auch noch mein Eingang ruiniert. Ja, ruiniert. Ruiniert. Dein Eingang ist uriniert. Oh, und ich kann die Zauberhose nicht aufnehmen. Leute, das gibt ganz bitterböse Rache, das sag ich euch. So, jetzt muss ich mich hier erstmal ein bisschen frei machen. Eine Holzspitzhacke, warum habe ich sowas denn bei mir im Inventar? Oh, ne, die nehmen wir nochmal mit. So. War noch irgendwo einer, der keinen Fahrschein hat? Wo sind denn die ganzen Creepers, die hier über Nacht standen? Ich weiß es nicht, die haben sich verpieselt, weil sie jetzt Angst vor meiner Rache haben. Oh, jetzt habe ich mein Glas weggeschmissen. So, zum Glück ist mein Keller nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Voll, nix gedroppt. Mensch, als wenn ich mich hiermit nicht schon lange genug aufhalte, es tut mir schon echt leid für die, die hier jetzt zugucken. Oh, ist hier da hinten eine Hexe. Ja, ich glaube, die hat mich auch mit dem Trank beschmissen eben. Bin mir nicht sicher. Ah, die treffe ich sogar von hier aus. Das ist ja nice. Und die so durchschicht, die kriegt halt gar nicht mit. So, und jetzt war ich mir gerade nicht sicher. Stimmt, hier muss nämlich dann auch noch Stein hin. Stirb, Schwiegermutter, stirb! Hier? Ey! Das sag ich meiner Mama. Nein, das machst du nicht. Doch, das mache ich. Hatte ich außen immer noch mal Stein? Ich glaube, hier hatte ich immer einmal Holz, weil das ja noch zum Boden gehört. Also zum Innenraum. Er hat einfach nur einen Stock gedroppt. Was ist das denn für eine Pfeife gewesen? So, scheint alles wieder safe zu sein. Jetzt habe ich gerade meine Tür weggepackt. Die brauche ich ja aber. Das ist die eine Scheibe, die brauche ich jetzt gerade nicht. So. Ach, das ist hier eine Höhle. Mein Haus ist gleich überall offen, aber eine Tür, die habe ich drin. Sag mal, die Höhle, die hier ist, ne, die mache ich mal zu, ne? Wie habe ich denn das gemacht mit der Tür, sag mal? Ich hatte das doch aber... So. Hatte ich das wirklich mit Stein hier aus noch? Das sieht doch voll kacke aus. Kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber muss ich ja. Ansonsten sieht das ja noch kackiger aus. Kackiger? Ja. Nee, muss ja. Das geht ja gar nicht anders. Wie die Tür da steht, das ist... Oh. Creepy. Creepy Creeper. Headshot. So. Headshot. Headshot. Wie er das macht. Obwohl, nee, hier vorne kann dann auch noch ein Fensterchen hin, damit ich die Stelle sehen kann. Dann müsste ich eigentlich über Eck gehen. So. Du kommst klar. Geht so. Das ist so ein bisschen... Drei. Nee, dann bleibt das hier jetzt zu. Ich muss ja auch nicht nur überall Fenster haben, ne? Irgendwo kann ich auch mal eine geschlossene Wand hinstellen, setzen. Setzen, stellen, legen. Ja. Ja, wenn du das sagst. Oh, ich wollte den Weg abbauen. Mensch, sag das doch mal. Die eine Glasscheibe. Ich brauche noch eine Glasscheibe. Ich brauche sogar noch zwei Glasscheiben. Also eigentlich ist das doch durchdacht, was ich hier mache. Aber ich glaube, ich mache gerade trotzdem total verpeilten Eindruck. Was wollte ich holen? Ach ja, Glas. Ich habe nicht mehr genug Glas.
Habe ich noch Sand? Ja. Was ist los? Was brauche ich dafür? Brauche ich Stein oder was brauche ich dafür? Wofür? So, hier nachher für den Weg. Achso, zwei Bruchsteine einfach nebeneinander legen und da kommen dann 8 von diesen Platten raus. So. Dann kommt das hier weg. Ich habe noch nie mit solcher Ausbuchtung gebaut, deswegen... Ich muss auch das Dach da oben nochmal wegreißen, denn... Was habe ich mir hier eigentlich dabei gedacht? Das ist doch total kacke, was ich hier mache. Kann ich dir nicht sagen. Oh, Mensch. So, bis hier muss das Dach weg. Dafür wird es nachher richtig gut aussehen. Und wenn nicht, dann laufe ich Amok. Das darf man heutzutage ja eigentlich auch schon nicht mehr zu laut sagen, ne? Nee, da muss man ganz, ganz vorsichtig mit sein. Obwohl, mal anders gesagt, ist mir das eigentlich völlig Banane. Ja. Was eigentlich ein schönes Diskussionsthema ist. Amokläufe? Ich weiß ja nicht. Ja, nee, ich finde das witzig, dass sowas auf Spiele übertragen wird. Also damals bei Mensch ärgere dich nicht, hat ja auch keiner gesagt, pass auf, wenn eure Kinder das spielen, dann werfen sie euch irgendwann... Naja gut, das haben vielleicht manche junge Erwachsene vielleicht später getan, also wenn die Eltern aus dem Haus geworfen haben. Oh ja. Ach, aber ich weiß nicht. Also ich finde das einfach... Ich finde diese Gedankengänge schon teilweise so absurd, dass das wirklich ans Lächerliche grenzt. Also das Geilste... Ich weiß nicht mehr, wie der Kerl heißt. Der behauptet hat, dass wohl die ISIS-Kämpfer sich da irgendwie bei WoW abgesprochen haben, weil da wohl keiner drauf achtet. Wenn da jemand einen Chat schreibt. Okay. Witzige halt ist nur daran, man muss sich dazu nicht verstecken bei WoW, man kann auch einfach flüstern eigentlich. Ja, richtig. Und deswegen finde ich sowas immer recht amüsant, sage ich mal. Wenn da solche Flachpfeifen so Müll schreiben. Magic! So. Ach so, ich muss hier noch eine Reihe machen. Richtig, so war das ja. Ich frag mich eben schon, ich habe schon die ganze Zeit jetzt überlegt, dass es gar nicht hinkommt. Nein, aber alleine, guck mal, denn gibt's da halt ein schwarzes Schaf, läuft Amok und gleich ist erstmal wieder die Diskussion, die Ballerspiele. Es ist so lächerlich. Also ich glaube, einige, die wissen gar nicht, was sie da sagen, die denken da nicht drüber nach. Weil ansonsten soll man mir mal bitte den Zusammenhang erklären und warum es so viele Millionen gibt, die damit klarkommen und nicht Amok laufen und denn bei 2, 3 das dann auf einmal an den Amokläufen liegen soll. Na ja, gut, ich auf eine Art, ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt Jugendliche gibt, die so leicht an der Waffel haben, sage ich jetzt mal, und sich echt beeinflussen lassen von solchen Spielen, in irgendeiner Art und Weise, sage ich mal. Nur weil das daraus jetzt ein unbedingt Amokläufer werden muss, das bezweifle ich mal ganz stark. Das ist also genauso, als wäre ich zu meiner stärksten WoW-Zeit durch die Straßen gelaufen und hätte gesagt, ich setze hier mein Feuertotem, denn ich bin ein Schamane. Das ist Unsinn. Also, ich hätte natürlich auch einen Stein in dem Moment hinschmeißen sollen. Oder als ich damals Pokémon gespielt habe, nehme ich einen Stein. Shiggy, ich wähle dich! Das erinnert mich an diesen Witz mit dem Polizisten und den Hamster. So, ich bin hier noch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube, wegen Übersicht und so, muss ich hier einfach nochmal hier oben so ein bisschen die Decke raushauen. Oder auch nicht. Ich bin mir gerade unschlüssig. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, wie das aussehen soll. Das kenne ich gar nicht von mir. Bin noch nicht so zufrieden mit dem Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Lässt sich zwar schön einfach hin, überzeugt bin ich noch nicht. Ich brauche noch mehr Akazienholz. Muss ja auch noch Holz sammeln gehen. Ich bin hiermit auch gerade noch nicht so zufrieden. Irgendwie ist das nicht so das Wahre. Ah, okay. Jetzt ist schon mal ein Störfaktor weg. Wieso nehme ich das denn weg? Mensch, Bad. Ach doch, ich finde den schon ganz nett. Also,
ne? Wenn man nicht Kies haben will, dann ist das eine schöne Alternative. So, ich brauche Akazienholz. Hast du noch Akazienholz bei dir, das du nicht brauchst? Musst du mal nachgucken, das weiß ich jetzt nicht. Okay, ein bisschen was gehe ich jetzt erstmal noch fällen. So. Und wir sind am Ende. So. Sind wir schon wieder? Ja. Zeit rennt. Ja, das kann man wohl sagen. Ich hab noch nicht mal mein Häuschen zu Ende. Wir müssen jetzt die Folge so lange machen, bis ich mein Häuschen zu Ende habe. Richtig. Also noch so eine Stunde lang. Nein, also ich hoffe ja, dass ich keine Stunde mehr brauche. Also ich wette jetzt mal drauf, 2 Folgen brauchst du Minimum noch. Nee, also zum Hausbau brauche ich bestimmt nur noch eine, weil das ist eigentlich nur noch das Dach fertig machen und dann geht's ans Einrichten. Das mag vielleicht nochmal so 1-2 Folgen brauchen, aber das ist ja noch wieder was anderes, kein Bau. Das ist Einrichten. Mit einer völlig neuen, interessanten, super spannenden Mod. Naja, okay. Sagen wir mal mit einer neuen Mod. Ach, du bist doof. Ich finde das total cool, ich freue mich da vorüber. Naja gut, beenden wir die Chose hier. Ihr da draußen, nicht vergessen, Daumen hoch, Kommentare schreiben, weiterempfehlen und wenn ihr auch irgendeine Meinung habt zu dem Thema Spiele und Gewalt, dann könnt ihr das ja mal reinschreiben. Vielleicht entwickelt sich da ja eine Diskussion, wo man sich da mal einklinken kann. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich denn euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Das war aber eine lange Abschiedsszene. Bis dann und tschüss.